Hallo, heute möchte ich euch erklären, was im Allgemeinen hinter dem Begriff Energieeffizienz steht. Zunächst möchte ich auf das Begriffsverständnis von Energieeffizienz eingehen. Für diesen Begriff gibt es keine allgemeingültige Definition. Die Autoren Erdmann und Zweifel verstehen unter Energieeffizienz die Produktivität des Energieeinsatzes. Das bedeutet, dass pro aufgewendete Energieeinheit ein möglichst großer Output erzeugt wird. Patterson hingegen bezieht sich in diesem Zusammenhang nur auf den nutzbaren Anteil des Outputs. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch die Betrachtung einer vorgegebenen Ausprägungsmenge durch einen möglichst geringen Energieeinsatz durchgesetzt. Einfach erklärt bedeutet das, dass ein Gerät, also beispielsweise ein Toaster, dann energieeffizient ist, wenn er den Nutzen, also das Toasten von Brot, mit weniger Aufwand erreicht, als zum Beispiel ein vergleichbarer, der dafür viel mehr Energie benötigt. Anhand von zwei Indikatoren kann die Entwicklung von Energieeffizienz in einer Volkswirtschaft gemessen werden. Zum einen durch die Energieproduktivität. Die Energieproduktivität einer Volkswirtschaft wird berechnet durch das Bruttoinlandsprodukt dividiert durch den Primärenergieverbrauch oder Endenergieverbrauch. Eine hohe Energieproduktivität entsteht also dadurch, dass zum Beispiel viele Dienstleistungen entstehen und dabei wenig Primärenergie, also beispielsweise ein geringer Einsatz elektronischer Datenverarbeitung, verbraucht wird. Der Kehrwert der Energieproduktivität ist die Energieintensität. Im Allgemeinen strebt man also eine Steigerung der Energieproduktivität oder eine Senkung der Energieintensität in einer Volkswirtschaft, zum Beispiel durch die Nutzung von Energiesparpotenzialen, an. Fälschlicherweise wird der Begriff Energieeffizienz mit dem Begriff Energiesparen verwechselt und als gegenseitiges Synonym benutzt. Wie eben erklärt, ist die Energieeffizienz eine Methode oder ein Ausdruck eines Input- und eines Output-Verhältnisses. Wohingegen unter Energiesparen die Reduktion des absoluten Energieverbrauches verstanden wird. Zum Beispiel durch die Steigerung von Energieeffizienz oder sogar durch den Verzicht einer energieverbrauchenden Tätigkeit. Der Druck eines Flyers ist also dann energieeffizient, wenn die Druckermaschine mit einer energieeffizienten Technik ausgestattet ist. Energiesparen hingegen würde bedeuten, diesen Flyer eher nicht auszudrucken, sondern beispielsweise per Mail an die Empfänger zu versenden. Doch warum ist ein energieeffizientes Bewusstsein so wichtig? Viele Jahre nach der Ölkrise wurden weitere Gründe für ein energieeffizientes Bewusstsein wahrgenommen. Durch den wachsenden Energiebedarf asiatischer Länder liegt ein erhöhter Fokus auf der Einsparung von fossilen Energieressourcen zugrunde. Auch die Verknappung von fossilen Energieträgern werden in diesem Zusammenhang genannt. Außerdem kann durch ein energieeffizientes Handeln Kosteneinsparungen generiert werden. Einer größer werdenden Gruppe an Gas- und Ölkonsumenten steht eine sinkende Zahl bedeutsamer Lieferanten gegenüber. Dies verschärft die Abhängigkeit von Importen und stark schwankenden Preisen. Doch auch neue Arbeitsplätze können durch das höhere Bewusstsein von Energieeffizienz geschaffen werden. Zu diesen volkswirtschaftlichen Vorteilen kann noch hinzugefügt werden, dass die Energieeffizienz vielfach zu einer höheren sozialen Gerechtigkeit, einer Komfortsteigerung und mehr Lebensqualität und Gesundheit beitragen kann. Doch auch die Bundesregierung setzt sich ambitionierte Ziele zur Senkung des Energie- und Stromverbrauchs und ist höchst bestrebt, diese Ziele zu realisieren und zu fördern. Nachdem ich die Relevanz von Energieeffizienz geklärt habe, möchte ich nun kurz auf hemmende Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren eingehen, die die Erreichung von Energieeffizienzzielen beeinflussen können. Die politische Struktur ist ein wesentlicher Einflussfaktor. Sie hat einen großen Einfluss auf politische Entscheidungen und Willensbildung. Dies führt dazu, dass Energieeffizienz entweder gefördert oder gehemmt wird. Die Wirtschaftsstruktur gibt Auskunft darüber, wie energieintensiv eine Wirtschaft ist. Dabei kann der Einfluss des Industrieanteils oder des Dienstleistungssektors eine große Rolle für den Energieverbrauch spielen. Das Wirtschaftswachstum kann ein Indiz für den Energieverbrauch sein. Tendenziell kann nämlich behauptet werden, dass je stärker die Wirtschaft wächst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Energieverbrauch steigt.
Die Innovationskraft hat insofern Einfluss auf den Energieverbrauch, als dass durch die Innovationstätigkeiten neue und begünstigende Energieeffizienzaktivitäten entstehen können. Die Energiepreise sorgen für eine erhöhte Aufmerksamkeit und Bereitschaft für die Wahrnehmung von Energieeffizienzpotenzialen. Das Einkommen ist wichtig für geplante Energieeffizienzinvestitionen und somit die Realisierung von erhöhten Energieeffizienzaktivitäten. Ein möglicher Effekt, der dazu führen kann, dass das Energiesparpotenzial von Effizienzsteigerungen und Anstrengungen nicht oder nur in einem gewissen Maße realisiert werden kann, ist der Rebound-Effekt. Durch die Steigerung der Effizienz und beispielsweise die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs können Kosteneinsparungen entstehen, die eine Rückwirkung auf das Kaufverhalten und den Gebrauch des Produktes haben kann. Einfach erklärt bedeutet das, dass durch das eingesparte Geld andere Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die wiederum Energie verbrauchen und den eingesparten Effekt dadurch kompensieren. Beispiele dafür sind Eigenenergieerzeugung, soziale Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Steigerung der Mitarbeitermotivation und höhere Identifizierung mit den Unternehmen durch die Realisierung von Energiegrundsätzen sowie die Entwicklung von Energiepreisen. Doch wie kann das Ganze in die Realität umgesetzt werden? Dazu hat die International Energy Agency 6 Grundsätze aufgestellt, die ich euch im Folgenden vorstellen möchte. Verbesserung der Messung und Aufzeigen des wirtschaftlichen Nutzens sind 2 Maßnahmen, die die Energieeffizienz und ihre Relevanz sichtbar machen. Ein weiterer Handlungsgrundsatz ist, die Bedeutung von Energieeffizienz zu erhöhen, indem das Themengebiet Energieeffizienz in allen Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen auf mehreren Ebenen etabliert wird. Außerdem ist es wichtig, Erträge für Investoren sicherzustellen und energieeffiziente Technologien zu etablieren, damit eine Förderung von Ideen gewährleistet werden kann. Um Hemmnisse zu überwinden und einen Überblick zu behalten, sollten auch stets Kontrollen, Überprüfung und Durchsetzung von Energieeinsparungen einen großen Stellenwert bei der Realisierung von Energiesparpotenzialen einnehmen. Abschließend wird noch die Sicherung von Regierungs- und Verwaltungskapazitäten vorgeschlagen. Ich hoffe, dass ich euch einen kurzen Einblick in das interessante Themengebiet der Energieeffizienz bieten und euch für mehr Energieeffizienz begeistern konnte.